Wir sind wieder da bei The Stanley Parable Folge 8 und wir haben uns Hilfe geholt. Hi Fritz, erstmal. Hallo Daniel, wir sind bewaffnet, ne? Ja, richtig. Mit der stärksten Waffe der Welt. Ja, mit der stärksten Waffe des Kapitalismus, nämlich einem Flowchart. Stanley stood for a long time in one spot. It's part of a game. He likes to see how long he can go without dying. So far he's doing excellent. And if he just stays right where he is, I'm sure he'll keep up that good momentum. Let's observe the genius at work. Das wäre natürlich auch noch die Option, dass wir hier warten, bis irgendwas passiert. Aber angeblich... Können wir ja, indem wir jetzt einfach erzählen, was so Sache ist. Für uns ist das die zweite Aufnahmesession mit Stanley Parable. Und wir wissen inzwischen schon, dass wir verhältnismäßig viele Endsequenzen sogar schon gesehen haben. Also so wahnsinnig viel ist es gar nicht mehr. Deshalb haben wir uns eben diese Übersicht rausgesucht, wo wir denn uns ungefähr lang orientieren müssen. Denn längst nicht alles, wo man glauben würde, da kommt noch ganz viel, ist tatsächlich was. Also wir würden in die Gefahr laufen, dass wir hier teilweise an Szenen ewig stehen. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass wir in dem Startzimmer ewig stehen und den Korridor hinunter gucken. Und das wäre ja absolut lächerlich für die Zuschauer, wenn wir einfach nur im Startzimmer stehen würden und nur den Korridor runtergucken würden. Das ist jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir jetzt einfach mal ewig stehen sollten. Es ist zumindest auf dem Flowchart, ist davon nicht die Rede, dass hier was passiert, wenn wir eh nicht stehen bleiben. Das heißt, also wir spielen jetzt sozusagen mit Lösung. Das kennen wir schon. Und zwar probieren wir jetzt gerade, also es sind angeblich noch 4 Enden offen, die wir noch nicht gesehen haben. Und das probieren wir jetzt mal aus. Also, uns ist übrigens vollkommen klar, dass das natürlich ein bisschen die Faszination des Spiels zum gewissen Grad kaputt macht. Ja. Aber wie gesagt, man kommt ja hier durch keine Mittagspause, ohne dass Leute anfangen mit. Das ist kein Spoiler, aber. Ja, ja. Vielen Dank. Arbeitet ihr mal in der Spielerredaktion? Nur haben wir eben dadurch erfahren, man kann da auch in viele, ja Sackgassen vielleicht nicht, aber eben in viele Situationen laufen, wo man glaubt, das würde noch irgendwie ganz viele Varianten geben und viele Antworten kommen. Dem ist dann aber gar nicht so. Wir sind jetzt auch schon im ersten, in der ersten Sackgasse, denn ich kann nicht springen. Wieso kann ich denn nicht springen? Ich dachte, man konnte hier springen. Versuch doch mal die Leertaste. Tut sich nichts. Ach, hiermit. Ja, mit Steuerung kann ich mich ducken, aber ich kann nicht springen. Ich muss das nochmal kurz mit der Maus probieren. Sorry, das ist gerade ein bisschen komisch beim Arbeiten. Nee, das ist nicht komisch. Das ist alles Teil der Spielerfahrung. Da gibt es keinen Jump. Wieso gibt es da keinen Jump? Es gibt tatsächlich keinen Jump. Hä, wie soll ich denn dann... Moment. Vielleicht kannst du die irgendwie go to the far left corner of the room and climb on the chair, then climb on the desktop. Far left corner of the room. Das ist also... Ah, hier, okay. Wäre jetzt aber die rechte corner of the room. Ja, und jetzt Moment. On the desktop. Go against the wall, crouch and walk above the desktop. Crouchen kann ich jetzt hiermit auch nicht. Ach so. Wer um alles in der Welt soll denn darauf kommen? Ah, genau, das ist Map Glitch Ending. Nanu? At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Nö, bisschen geht noch, oder? Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea, but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now, think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich.
Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Ich habe einen Faden verloren. Was muss ich jetzt machen? Yes, oder? Lass mich raus. Ich glaube, du kannst an der Stelle nichts machen. Du kannst es nur neu starten. Und dann ist halt die Frage, ob du da nochmal reinspringst und die andere Taste drückst. Und natürlich! Ich will es sehen. Also Neustart. Wieso? Yes. Das ist doch der Gag gewesen, ja, dass er jetzt auch so lange labert dabei. Oh. Tedious. Na gut. Ach, komm schon. Duck dich mal, versuch mal, ob das dann... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ah ja. Irgendeine Taste ist auf dem Gamepad auch ducken. Bestimmt die Schultertasten. Wahrscheinlich. Hier komme ich doch geduckt weiter, oder nicht? Komme ich hier nicht geduckt weiter? Eigentlich glitscht man da so halb rüber. Aber ernsthaft, wer kommt denn darauf? Na, ich jedenfalls nicht. Schon gar nicht, wenn man nicht springen kann. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Ja, total spaßig hier. Just to drink it all in. Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? That's my yes. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like, right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Was kommt jetzt? There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told. He was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong, and keep playing along, you too will become quite unbearable. Yeah. You too will become quite unbearable. Weißt du, wie das ein bisschen klingt? Wie? Wie hier das von der Rocky Horror Picture Show. Der Sprecher oder der Song? Dieser Song, wo er so halb spricht. Achso, and crawling on the planet's face, some insects called the human race, lost in time, ist das, oder and ist lost das, in space, ist was Späteres. And meaning. Das ist das Ende. Meaning. Ja, aber ist das nicht, ist das das, oder meine ich? Ach, du meinst halt den Time Warp wahrscheinlich. Ich glaube, ich meine den It's Time Warp. It's astounding. Time ja, is genau. Bevor es dann richtig losgeht, schneller zu werden. Madness takes its toll. So. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Jetzt müsste ich I remember, aber das so kann ich singen. Ja, schön, aber ja, da kriegen wir ja Ärger, das wird ja dann ausgeblockt. Richtig, wir vor allem, GEMA gesperrt. Quasi, das ist ja, das könnte Matze Knob nicht besser parodieren. Also hier hängen wir jetzt fest, jedenfalls schöne Limerick haben wir da noch gehört. Neustart. Ich fand's irgendwie cool.
Und nur in diesem, und das als besonderes Feature, das ist jetzt nochmal Meta-Meta-Meta-Ebene, nur in diesem Let's Play von Stanley Parable habt ihr auch noch, wenn ihr genau hinhört, Original-Staubsaugergeräusche im Hintergrund. Das ist richtig. Das und wenn ihr erratet, welcher Staubsauger das ist, welcher Staubsauger es ist und aus welchem Land die Putzkraft kommt, dann gratuliere, weil einen Preis gibt es dafür nicht. Stattdessen probieren wir ein neues Ende aus in Stanley Parable. Und dazu kommt jetzt die Konsole ins Spiel. Ich schaue mal, ob das funktioniert. Bei mir funktioniert das ja meistens nicht. Wie komme ich denn an die Konsole ran? Das ist doch normal hier die Tilde-Taste, oder? Eigentlich ja. Geht die vielleicht nur im Menü? Das wäre ja ganz schön blöd. Ich gehe mal ins Menü zurück. Wir haben sie doch schon gesehen, sogar. Ja. Weißt du, was übrigens absolut geil ist? Das seht ihr wahrscheinlich draußen nicht. Aber in dem in dem Computermonitor, da wird sogar die Anzeige von Fraps gespiegelt, die oben hier, in der Ecke. Die ist hier oben so eine rote 60. Seht ihr denn im Mauszeiger? Ja, oder? Und sogar hier in dem winzigen Monitor, da ist ja auch die rote 60. Überall. Unfassbar. Wahnsinn. Aber wie komme ich jetzt in die Konsole? Oh, ob die rote 60 da dann zu sehen ist? Weil es ja eine Spiegelung von dem ist, was tatsächlich auf dem Monitor ist? Ich glaube, das ist ein eigenes Material dann anschauen. OpenGL-Ding hier, oder? Oder so. So oder so, Console. Ach, das ist hier, warte, den lege ich mal neu mit. Was brauchen wir denn nicht mit N? So, also Neustart. Klick to skip. Wer soll denn darauf kommen, irgendwas in die Konsole einzugeben? Ja, vor allem, was man hier eingeben muss. Zum Beispiel ist der erste Befehl, ich probiere das jetzt mal. Ah, hier ist die Konsole, okay. Mein Gott, das wird schon irgendeiner im Code rausgefunden haben, oder? SV-Cheats 1. Aha. Stanley, this is me being serious. In fact, this is my serious room. It's where I come to be serious. That table is the most serious table I could find. I looked at many, many tables, hundreds of tables. It's possible I looked at over 1,000 tables. I honestly don't know. The specific number isn't as important as the understanding that of all tables I looked at, this one is the most serious. I relate this story to impress upon you the extent to which this is the most serious room I have, which is why I brought you here. You just tried to activate server cheats, which of course runs the risk of breaking the entire game. You've got no respect for the strict order of scripted narrative events, and I just can't have that. It's time to get serious, Stanley. No jokes, no games. Outside of this room, I might be more tolerant of those things, but now we're in the room. Which is why I'm subjecting you to the most serious punishment I can think of. 100 billion trillion years standing here in the serious room. Perhaps after that, we can talk about the severity of your actions and whether you've learned anything. But until then, serious room, go! Hast du so viel heute Abend noch Zeit? Also, wie viel waren es? Eine Billion Trillionen? Eine Trillion Jahre? Also heute wird vielleicht knapp. Das hängt davon ab, wie es übersetzt wurde. Weil wenn es 1 Billion Trillion, dann sind es weniger wie 1 Billion Trillionen Jahre. Du meinst als. Das war jetzt ein Test. Ja, ja. Bayern und Grammatik. Passiert hier noch was? Nee, oder? Ich glaube nicht. Das ist der Strafraum. Nicht schlecht. Da. Ja, dann drücken wir nochmal einen Neustart. Ah, da ist die Konsole wieder. Genau, wir probieren es jetzt mal sehen, ob das hier auch geht oder ob ich da zurück in die... Wenn du jetzt hier den Cheat nochmal machst. Ja, es gibt nämlich noch, das steht hier nicht mehr auf unserem Flowchart drauf, sondern das habe ich woanders noch gefunden. Es gibt noch eine ganze Menge Konsolenbefehle zum Beispiel. Mal sehen. Raphael. Oh, der wird sogar schon vorgeschlagen. Was soll denn da passieren? Das steht da nicht dabei. Okay. Das hat schon mal... Nur eine Verarsche. Das funktioniert schon mal nicht. Dann probieren wir mal einmal... Ah, warte mal. Hat er das... Hat er ein Leerzeichen vorher mit reingepackt? Oder? Und nochmal probieren? Nee. Gut, geht nicht. Dann probieren wir einmal Bird. Bird is the word. Ach, siehst du? Ah. So, jetzt können wir fliegen. Auch nicht schlecht.
Ich starte trotzdem neu, weil der Raum ist halt ein bisschen öde, oder? Wenn wir die noch ausprobieren wollen. Vor allen Dingen will ich wissen, ob das, was war das, Raphael? Achso, ich komme jetzt hier gar nicht mehr weg. Wieso kommst du nicht weg? Achso, warte mal. Kannst du die Konsole wieder zumachen? Ja, mit was? Ah, genau. Hä? Nee. Achso, nee, jetzt gibst du was ein. Oder du gehst mit der Maus oben auf das kleine X. Oder so. Das zauberhafte X. Ich werde nie ein Programmierer, glaube ich. Das ist mir alles zu hoch. Ich glaube, der Zug ist auch tatsächlich abgefahren. Boah, fliege ich jetzt immer noch? Nee, oder? Nee. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. So, nächster Konsolenbefehl. Versuchen wir mal mit Raphael. Raphael, hier meinst du? Ja. Raphael. Da wollte ich bestimmt noch jemanden verarschen. Hast du das im Internet gefunden? Stanley! Lauf mal weiter, bis die nächste Sprechblase kommen würde. Ja. Hier, oder? Stanley! Ach so. Jetzt, statt die Sachen zu sagen, kommt dann immer nur ein Stanley. Sagt er immer nur Stanley? Geh mal weiter. Macht er das jetzt auch, wenn ich irgendwie... Moment, ich kann mich ja jetzt mal locker auf den Weg begeben von noch einer Möglichkeit. Ja, aber das ist aber blöd, wenn er dann nur ja? Stanley sagt. Ja. Ach so. Finde ich nicht gut. Ja, dann. Stanley. Okay. Oh. Ob er, wenn du in die andere Richtung jetzt gegangen wärst, ob er dann noch weiterhin positiv Stanley gesagt hätte? Stanley. Obwohl, das ist scheint so. Stanley. Der sagt es halt tausendmal Stanley. Stanley. Das ist der böse Weg. Hätte mich aber voll interessiert, weil es, ob man das hören kann, quasi an seiner Stimme. Stanley! Nee. Aber ich töte mich jetzt mal, weil. Stanley! Wow, wenn's. Stanley! Theoretisch, wenn er jetzt neu startet und der sagt jetzt nicht jedes Mal wieder Stanley, dann haben wir jetzt trotzdem was erreicht schon mal. So im Leben? Stanley! Ja, das sowieso. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wir spielen hier komische Computerspiele und Leute geben uns Geld dafür. Beziehungsweise der mächtigste Konzern der Welt gibt uns Geld dafür, weil Leute das gucken. Schon ein bisschen verrückt, oder? Stanley! Achso, jetzt sagt er halt die ganze Zeit Stanley. Ja, er muss es wieder ausschalten. Also. Programmier das mal rein, Daniel. Du bist ein mächtiger Hacker. Hacker. Denkst du? Hack in the City. Sang schon Joe Cocker. Das war aber Summer in the City. Das interessiert aber nicht. Sagt jetzt immer noch Stanley. Vorsicht. When Stanley came and set two open doors, so, na gut. Reicht erstmal. Wo mal, auch immer die nächste Tür ist, wir werden es rausfinden, beziehungsweise das nächste Ende, aber erst in der nächsten Folge. Okay. Ciao. Ciao, ciao.